Hey Leute, willkommen zurück hier in meinem Let's Play zu Elden Ring und wahrscheinlich fangen wir jetzt gerade eine der letzten Folgen an. Wir haben ja hier Horalu besiegt. Ich habe meine Runen jetzt nochmal gewinnbringend hier eingesetzt und ein bisschen in Gesundheit investiert. Jetzt muss ich gerade schauen, was habe ich denn hier drin? Ich glaube, für den Kampf werde ich jetzt mal... Ich glaube, da kommt nämlich der nächste Bosskampf hier gleich. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich guck mal, was ich hier... Nehme das raus. Ich glaube, ich lasse das. So. Genau, und wen haben wir hier noch drin? Die Tischi und Mimiktier. Okay. Etwas versuchen. Ich werde Sieger. Keine Ahnung. Ich glaube ja, wir sind jetzt hier schon ganz in der Nähe von dem letzten Boss. Preiset Elden Ring. Da stirbt schon einer hier. Oh mein Gott. Ich will ja auch versuchen, hier in dieser Folge alle drei Enden zu bekommen. Das heißt, wenn wir den Gegner besiegt haben hier, also sollte das jetzt hier der letzte sein, dann werde ich mal einen Spielstand abspeichern. Goldenes Licht berühren. Wir berühren das goldene Licht. Wir gehen ins Licht hier. Oh mein Gott. Und ich versuche hier alle drei Enden zu bekommen. Für eines müssen wir ja nochmal nach Leindel zurück. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob wir hier jetzt schon dem letzten Boss gegenübertreten oder nicht. Da oben hängt einer. Oder eine. Sicherheitshalber habe ich jetzt vor dieser Folge auch nochmal einen Stand gesichert. Ich sichere ja eigentlich relativ wenig, aber bevor ich mir hier irgendwas kaputt mache. Oh je. Und wen haben wir hier? Der sieht auch nicht mehr so gut aus hier. Schon etwas mitgenommen. Oh. Radagon von der Goldenen Ordnung. Okay. Oh! Oh. Oh Gott! Ich bin doch gerollt. Oh. Gerollt. Ah, nee, bleib weg von mir. Oh Gott. Also auf diesen Angriff hier muss man aufpassen. Aber die Tischi macht guten Schaden hier. Ich weiß auch gar nicht, was das ist, dass da an der Lebensleiste von den Bossen immer so ein grauer Bereich ist. Das habe ich jetzt schon öfter gesehen. Keine Ahnung. Als würde denen die Lebensleiste hier irgendwie verkürzt werden. Ich
sollte vielleicht irgendein Talisman gegen Blitzschaden reintun. Das wäre doch mal vielleicht gar keine schlechte Idee hier. Und vielleicht mal eine bessere Rüstung. Mir gefällt aber die Rüstung so, aber die ist halt shitty. Okay. Gut. Ich nehme wieder eine andere Rüstung. Ich nehme wieder die Rüstung vom Hoslo. Die ist ja nicht schlecht. Radagons Wundsiegel hatte ich halt drin, weil das richtig viel zusätzliche Gesundheit oder sowas gibt. Es ist so ein Kompromiss. Wenn ich jetzt den einen rausnehme, dann kriege ich zwar mehr Resistenz gegen Blitzschaden, habe aber dafür weniger Gesundheit. Also, gut. Schauen wir hier noch mal rein. Kann ich das überspringen oder muss ich mich da jetzt hier die ganze Zeit dieses Cutscene angucken? Hallo? Kann ich überspringen? Yay. Hey, ich bin doch da weggesprungen. Oh Gott. So weit kann ich gar nicht weglaufen. Das ist ja unglaublich. Tishi, hol ihn dir. Ach, und er heilt sich auch noch. Wie toll. Oh Gott. Ah, ich war einfach zu langsam. Ich hätte den da fertig machen sollen, wie er hier. Ach, jetzt ist er gestorben. Na toll. Supidupi. Aber ich gucke nochmal, ob ich noch eine bessere Rüstung hier habe oder irgendwas, was besser gegen Blitz hilft. Ich kann ja sagen, also. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiche schlecht aus. Ich roll ja da weg. Aber keine Ahnung. Wenn der allerdings noch eine zweite Phase hat, dann bin ich angearscht, weil da habe ich ja schon meine ganzen Gesundheitsdingsies da verprasst. Guck mal diese ganzen komischen Kleidung des Reisenden ist besser gegen Blitz. Na gut, viel bringt es jetzt auch nicht, also. Hier. Ich glaube, das bringt alles nicht so wahnsinnig viel. Adeligen Reisekleidung. Och. Cool. Gibt es da irgendwie noch eine.
4. Ja, probieren wir es mal so. Keine Ahnung, ob das viel hilft. Wie gesagt, also die Unterschiede sind ja nicht so groß, dass man jetzt sagen könnte, dass was man da anzieht, blockt alles. Ich muss halt geschickter ausweichen. Alles ganz easy. Hey, wieso komme ich da noch nicht weg? So. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Wie komme ich da weg? Das ich hänge hier fest. Ach Gott, da geht's ab und runter. Oh Gott. Ja, hörst du mal auf hier. Hey. Kannst du mal hier vielleicht dich beruhigen? Und mich mal heilen lassen? Ey, was ist denn das für eine Kombo? Der hört ja überhaupt nicht mehr auf. Das ist ja der Wahnsinn hier. Ich experimentiere ja immer noch, aber irgendwie habe ich am Schluss, wenn der hier so völlig durchdreht, noch keine... Na komm, überspringen dieses Ding hier. Möglichkeit gefunden, dem wirklich hier... Jetzt schon nicht gescheit weg. Na, Schaden mache ich ja schon gut, aber...
Gott, und ich bin schon wieder am Rand von der Arena. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oder? Kommt jetzt noch ein... Och nö. Kommt jetzt noch eine zweite Phase. Ach, das ist das Eldenbiest, oder? Also wieder irgendwie zu viele Bosse designt. Das habe ich ja sowieso den Verdacht, dass sie viel mehr Bosse haben, wie sie hier ins Spiel reinpacken konnten. Oder noch, da machen wir einfach eine zweite Phase. Oh mein Gott. Hm. Sieht ja hübsch aus, ist aber wahrscheinlich tödlich. Für mich jedenfalls. Hm. Hoffentlich ist die Tishi noch da. Oder kann ich die nochmal rufen? Weiß ich jetzt gar nicht. Oh je. Oh Gott. Ja gut, ich mache schon gut Schaden hier mit meinen Sternen, aber jetzt bin ich wahrscheinlich, muss ich jetzt wieder hier den Radagon oder so, oder? Oh nee. Also bevor ich jetzt hier den ganzen Tag hier durch Kasper. So, ich werde mir jetzt mal vielleicht hier Hilfe holen und mal ein paar andere Spieler hier mitnehmen. Vielleicht funktioniert das ja dann besser, weil ich keine Lust habe, hier tagelang das auszuprobieren. Schauen wir mal. Oh. Na, noch einer. Zwei wäre mir natürlich schon lieber. Aber ich weiß ja bei der zweiten Phase schon nicht. Er lässt sich nicht dabei rufen. Schauen wir mal. Bei der zweiten Phase sterbe ich ja sowieso gleich. Also ich glaube, es wäre eine gute Idee gewesen, das erstmal zu üben. Okay. Auf geht's. Na, komm schon.
Oh Gott. Okay, der wäre jetzt besiegt. Aber den zweiten habe ich halt jetzt ganz schlechte... Oh. Oh, weg. Oh, shit, shit, shit. Meine Mitspieler machen hier schon einen guten Job. Oh, da muss man doch hier irgendwie drüber laufen. Oh mein Gott. Ich sollte vielleicht doch mal hier... Aber auch zu dritt ist es nicht einfach. Oh, da hinten sind die Ringe. Das alleine machen? Ja, um Gottes Willen. Oder? Uff. Okay, Leute.
Puh, das war jetzt doch auch zu dritt gar nicht so easy. Okay, 375.000 Runen und hier ist sowieso nichts mehr übrig. So, jetzt machen wir hier erstmal den Ort der Gnade an. Genau, wo sind wir denn hier? Gespaltene Marika sind wir hier. Genau. Und jetzt gibt es hier drei Möglichkeiten oder drei Enden. Und einmal haben wir hier, können wir Rani herbeirufen, dann können wir hier die gespaltene Marika berühren und ja, dann gibt es noch ein drittes Ende, da müssen wir aber vorher noch ein bisschen was tun. Und deshalb werde ich jetzt hier mal einen kurzen Cut machen und das Spiel abspeichern, den Spielstand abspeichern, damit wir hier alle drei Enden machen können. Und damit wir dann auch sehen, was sich bei den Enden alles so tut. So, was mache ich denn jetzt hier mal? Ich werde mal auf Kondition gehen, damit ich mal ein bisschen bessere Rüstung tragen kann. Genau. Okay. Gut. Dann sehen wir uns gleich hier wieder und ich werde dann alle drei Enden mal machen, um euch zu zeigen, wie die aussehen. Besser gesagt, mir auch zu zeigen, wie die aussehen, weil ich habe das Spiel ja auch noch nicht beendet. So, und da bin ich wieder. Das Spiel frisch gespeichert. Und jetzt gucken wir uns mal an, was uns die Enden hier so bringen. Wir rufen als erstes mal hier die Rani vorbei. Herbei, vorbei. Herbei, natürlich. Die Rani scheint ja irgendwie in dem ganzen Spiel eine große Rolle zu spielen. Allerdings, ich krieg die Hintergrundstory immer noch nicht zusammen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte ja am Anfang gedacht, man findet da irgendwie so Teile des Eldenrings und setzt den dann wieder zusammen. Aber irgendwie weiß ich auch nicht. The battle is over, I see. Jo. Mit Mühe haben wir das gewonnen, mit Hilfe. Ach genau, die hatte ja vier Hände. Guck mal, wie die Hände da dran sind. So mit Schnüren festgemacht. So wie die Puppe in Bloodborne irgendwie so. Sehr ähnlich. I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars. A thousand-year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear, doubt, and loneliness, as the path stretcheth into darkness. Well then, shall we? Wir gehen jetzt irgendwie in das Zeitalter der Sterne über, oder wie? Mit dem Mond. Oh. Zeitalter der Sterne. Okay.
kann man das hier abbrechen? Zweite Reise beginnen. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Jetzt mal gucken, wo wir hier abgesetzt werden. Wahrscheinlich in der... Nee, nicht in der Tafelrundfeste. Wir werden wahrscheinlich da wieder abgesetzt, wo wir hier waren. Ah doch, in der Tafelrundfeste. Okay. Gut. Gut, das war also das erste Ende hier. Dann werde ich noch mal ganz kurz laden und wir schauen uns das nächste Ende hier an. Okay, da bin ich wieder. Und wir schauen jetzt hier diese Statue mal an. Die gespaltene Marika berühren wir jetzt. Den Eldenring heilen oder Heilrune des Totenprinzen benutzen? Keine Ahnung. Passiert da was Unterschiedliches? Ich heile mal den Eldenring. Also, da war ich jetzt nicht drauf gefasst, dass wir hier noch eine Auswahl haben. Das würde ich ja nicht anfassen. Setze ich den auch noch zusammen. Jetzt habe ich ja vorher mit Mühe und Not den besiegt und jetzt bastel ich den wieder zusammen. Okay, der zerfällt hier irgendwie. Ich glaube, da muss ich dann nochmal gucken, um die zweite Option hier nochmal auszuwählen, ob da dann was anderes passiert. Wahrscheinlich schon, oder? Hallo? Ich schwebe ins Universum. Tell a story of how a tarnished became Elden Lord. In our home, across the fog. The lands between. Our seed will look back upon us and recall an age of fracture. So, jetzt sitze ich anscheinend auf dem Thron und bin der neue Eldenfürst. Oder die Fürstin. Eldenfürst. Eldenfürst. Okay. Zweite Reise. Nein. Genau. Und dann werden wir uns jetzt dann auch noch das dritte Ende angucken. Dazu lade ich wieder einen Speicherstand. Wir sind wieder in der Tafelrundfeste angekommen. Genau, so. Ich mache wieder einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Und jetzt kommen wir auch schon zum dritten Ende. Und da müssen wir nochmal in die Hauptstadt zurück, nach Leyndell. Und zwar da in den Untergrund. Wenn ihr Mock noch nicht besiegt habt, dann müsst ihr euch da ein bisschen durchkämpfen. Und zwar schauen wir uns das jetzt gerade mal an. Wo kommt man denn da raus? Also genau, in der Aschenden Hauptstadt kommt man raus. Das hatten wir uns ja schon angeguckt. Und von diesem Ort der Gnade kann man dann nach Süden laufen und in so ein Loch runterspringen.
Nachdem ich Morg schon besiegt habe, habe ich da auch schon einen Ort der Gnade oder ist der Ort der Gnade da noch aktiviert. Deswegen muss ich da jetzt nicht nochmal durchlaufen durch diesen Untergrund. Der ist wirklich pain in the ass, sage ich da nur. Aber ich zeige euch jetzt noch kurz, wo ihr da hinlaufen müsst. Also ihr lauft hier nach Süden. Ich glaube, da hatten wir schon mal runtergeguckt. Und hatten auch den Ort der Gnade da unten angemacht. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt hier beim Runterspringen. Noch schnell. Und zwar kann man hier... hier irgendwie. Genau, hier so. Und dann irgendwie hier. Da muss man halt hier auf diesen Balken hüpfen. Auch nicht so toll. So. Genau. Hier unten laufen so dicke Fettis rum. Deswegen werde ich mich da mal ein bisschen unsichtbar machen. Wenn ihr hier unten noch nicht wart. Das kann man alles noch machen, bevor hier die Stadt in Schutt und Asche liegt. Da können wir uns hier an den Ort der Gnade hinsetzen. Genau, und von hier aus, da ist, wenn ihr das erste Mal runterkommt, sind natürlich die ganzen Shortcuts noch nicht geöffnet. Aber dann müsst ihr hier in dieses Loch springen. Und von da aus euch dann den Weg durchkämpfen. Ist nicht ganz so easy. Ziemlich viele Ratten, ziemlich viel Zeug. Aber hier geht das quasi los. Und da vorne, wo ihr diese Laterne hier rechts oder hier geradeaus seht, geht es rechts einen Gang rein. Und da müsst ihr dann starten. So, wenn ihr euch dann unten lang gekämpft habt, kommt ihr irgendwann eben zu dem guten Mock. Den ihr dann auch bekämpfen müsst da unten. Der ist schon etwas knackiger als Boss. Aber auch machbar. So, und jetzt müssen wir hier irgendwie reinlaufen in seine Boss-Arena. Und da geht es dann irgendwo da hinten weiter. Okay, das war jetzt nicht mehr aktiviert hier. Das Leuchtfeuer. Leuchtfeuer sage ich schon. Der Ort der Gnade. Habe ich da eine Kiste übersehen oder ist die erst jetzt hier? Gunst des Erdenbaums plus 1 kriegt man da. Okay, gut. Und jetzt muss man sich hier irgendwie vorsichtshalber mal nackig machen. Leg mal alles ab hier. Genau, und dann geht's nämlich hier weiter. Das kann man am Anfang auch schon machen, soll man aber irgendwie nicht. Oder man kann schon reinlaufen, aber ich hoffe, es sind jetzt keine Gegner da, weil ich hier keine Waffen mehr dabei habe. Was ist denn das hier? Keine Ahnung. Ach, du guter Gott. Vielleicht nehme ich doch einen Zauberstab noch wieder mit rein. Ich glaube, das war ein bisschen zu früh, dass ich mich hier beim ganzen Zeug entledigt habe. So, wo ist mein Zauberstab? Himmel. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Naja, da laufen doch irgendwie welche noch rum. Okay, und jetzt muss man hier irgendwie nach unten. Ach, falscher Zauber, egal. Kann ich mir trotzdem eine Laterne hier hinhängen? Gnadenimitator.
sind alles nur Kerzen, das sind keine Items. Ja, und wie komme ich jetzt hier weiter? Muss ich jetzt da irgendwie runter, oder was? Oh mein Gott. Kann ja wohl nicht sein. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Daneben gesprungen. Mist! Ah, super, super, super. Okay, ich sehe schon, das wird noch ein bisschen dauern, bis ich da unten bin. Okay, nochmal. Ach, diese Geister machen es auch nicht einfacher hier. So. Muss ich mal genauer gucken. Hm. Oh Gott, oh Gott. So. Hoffentlich schießt hier keiner auf mich, weil ich... hier nicht ausweichen kann. Oh mein Gott. So, dann springen wir mal hier. Kann man noch ein Item? Handbuch des Rasenden. Aha, okay. Was immer schön ist, da drin verborgen ist. Ich glaube, ich muss jetzt hier irgendwie ganz runter, wenn mich nicht alles täuscht. Da fiedelt einer. Bist du ein Händler? Nee, offensichtlich nicht. Bisschen Knochen, so. Und wo komme ich jetzt hier weiter? Darunter? Oder darunter? Hm. Ich glaube, bei dem Typen da wäre es, glaube ich, nicht schlecht. Hier irgendwie. Nachrichten lesen, Zentrum suchen. Na doll. Hm. Oder hätte ich doch besser da drüben runter müssen? Okay, gut. Ich glaube, das dauert hier länger. Ich glaube, ich lasse nur den Weg drin, den ich dann darunter gefunden habe. Meine Runen sind jetzt auch weg. Ah. Gut. So. Nicht so easy. Vielleicht muss man gar nicht hier runterspringen, sondern irgendwo anders hin. Aber ich sehe hier nichts. Hm. Okay, jetzt gehen wir doch nochmal da runter, wo der hier fiedelt. Zentrum suche. Ja, was denn für ein Zentrum? Hier so. Ups, okay, mit Rollen ging's. Und jetzt? Nochmal mit Rollen hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Oh Gott. Ich bin unten. Oh. Wie auch immer. Da waren noch ein paar Items. Ist mir jetzt wurscht. Hauptsache ich bin unten. Also mit Rollen geht's. So, und hier war noch irgendwie was wahrscheinlich. Ah doch. Lieber mal Licht anmachen. Nicht, dass ich da noch irgendwo ein Geheimnis voraus. Verborgene Fahrt. Runenbogen, okay. Hier nochmal. Jo. Cool. Oh, hier kommt man auch nochmal irgendwo hin. Ach du meine Güte. Nee, also das gucke ich mir ein bisschen später nochmal an. Weil wir wollten ja... Wir wollten ja... Hierhin. Genau. So. Etwas versuchen. Genau. Und da muss ich, glaube ich... Keine Rüstung. Mhm. Keine Rüstung. Ich habe keine Rüstung an. So, wir gucken jetzt. Wir gucken jetzt. Aber wie kommt man dann da drauf, dass man das hier machen muss, ganz ehrlich? Für ein drittes Ende. Man kann es ja schon vorher machen. Nur... Da kriegt man gar kein anderes Ende. Dann ist das schon vorgeschrieben. Ah, da sind die Finger. Sieht nicht gesund aus. Wow. Jetzt bin ich hier irgendwie leicht gegrillt. Oh ja. Was schreiben sie mir hier? Es werde Chaos. So, jetzt schaue ich hier aus wie ein Zombie, oder? Lasst mal sehen. Oh ja, oh Gott. Und hier ist jetzt nichts mehr. Okay, dann gehen wir wieder hier zum Baum zurück. Wie gesagt, die ist eine Stelle da, wo wir noch die verborgene Wand geöffnet haben. Die merke ich mir mal. Und da gehen wir dann nochmal zurück. Ich werde hier nämlich noch eine Folge dranhängen und noch so ein paar vergessene Gegenstände einsammeln. Ich wollte nämlich gerne alle Talismane noch sammeln. Da fehlen mir noch eine ganze Menge, habe ich festgestellt. Das ist ja auch ganz witzig, das nochmal nachzuverfolgen und zu vervollständigen hier. Genau, so. Und jetzt gehen wir mal hier irgendwie hin. Genau, die Rani kann man dann nicht mehr rufen, offensichtlich. Und ich entfache die rasende Flamme. Oder auch nicht. Das ist wahrscheinlich hier jetzt das böse Ende, oder? Auf
wo wir hier... Ne, der zerfällt. Oh, ich sehe aber auch nicht mehr so gesund aus hier. Das ist ja... Oh. Ich brenne, ich brenne. Oh. Na, ich glaube, dieses Ende will man nicht. Das bringt keinen Frieden in die Welt des Eldenbaums, glaube ich. Ich glaube, damit ist die Welt ins Chaos gestürzt hier. Okay, Herr der rasenden Flamme haben wir hier bekommen. Und die Platin-Trophäe Eldenring. Super, super. Okay, ihr Lieben, damit ist dieses Let's Play dann offiziell zu Ende. Wie gesagt, ich werde aber noch ein paar Folgen hinterher schieben, wo wir noch ein paar vergessene Items noch einsammeln. Mir fehlt, glaube ich, noch ein oder zwei Zauber und Inkarnationen gucke ich mir auch noch an, wo wir da noch welche einsammeln können. Ich habe ja auch noch die ganzen Erinnerungen der... ich sehe ja aus. Kann ich da eigentlich hier noch was einkaufen dann? Nee. Aber vielleicht setze ich nochmal zurück und mache ein anderes Ende, damit ich hier nicht so zombie-mäßig rumlaufe. Gucke ich mal, ob ich hier... Naja, die ist zwar gestorben, aber... Da kann ich immer noch was umwandeln. Genau, da können wir nämlich noch ein paar Gegenstände, Inkarnationen und Zeugs uns eintauschen. Genau. Wie gesagt, das Let's Play ist hier offiziell beendet, auch wenn es noch ein paar Folgen geben wird, weil wir haben ja das Ende des Spiels erreicht. Ich freue mich, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt und... Ja, vielleicht guckt ihr euch die weiteren Folgen auch noch an und seid beim nächsten Let's Play dann wieder dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao!